Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste, hier am Südtiroler Platz. Ich denke mal, es haben sich alle Akteure einmal einen großartigen Applaus verdient, dass den wunderbaren Maibaum so schön zugebracht haben. Dankeschön. Ja, unser Maibaum, wie hoch ist er, schätzt einmal? Der ist jetzt ein paar Jahrzehnte im Wald gestanden und hat auf die tote Frau geschaut. Jetzt schaut er auf die schöne Mauern runter, mit seinen 30 Metern. Sehr gut, 30 Meter fast, ja. Und am Maibaum steht ein Hoch dem Bürgermeister. Das müssen wir zukünftig ändern, ein dreifaches Hoch dem Bürgermeister. Er hat den Baum nicht nur gespendet aus seinem persönlichen Wald, sondern er hat ihn auch geschlägert und gerückt. Also ein dreifaches Hoch dem Bürgermeister und herzlich willkommen, Heinz. Ja, dann darf ich auch den Pater Clemens begrüßen, der wie immer den Baum für uns segnen wird. Ja, und zuletzt danke an meine Kollegen vom Verschönerungsverein Mautern, dass sie das wieder alles organisiert haben, an den Moldhans, dass er uns den Baum aus dem Wald heimgeführt hat und dass er uns einen Unterschlupf gibt für unser Fest. Und jetzt darf ich den Heinz bitten. Gut, auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, guten Morgen sagen, schönen Vormittag. Der Karl hat schon erwähnt, ich bin der Baumspender. Wir haben leider Gottes in der Gemeinde jetzt keinen Fichtenbestand mehr. Der ist dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Jetzt habe ich gesagt, okay, dann holen wir ihn von mir. Ich möchte es vielleicht gleich erwidern, also wenn nächstes Jahr Not am Baum sein sollte oder am Mann, dann bin ich wieder gerne bereit dabei zu sein und einen Baum zu spenden. Ich möchte aber dir danken und deinem Team, dem Verschönerungsverein Mautern, dass ihr, so wie jedes Jahr, den Maibaum aufstützt, die Tradition des Brauchtums weiterpflegt. Es ist ein schöner Brauch, wobei keiner genau weiß, für was der Maibaum wirklich steht. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, was man da hineininterpretieren kann. Ich würde mir wünschen, dass ein segensreicher, feuchter Mai wird für die Landwirtschaft. Aber natürlich auch mit genug Sonne, damit die Feste unserer Vereine in Mautern, wo ja zahlreiche sind im Mai, auch gut über die Bühne gehen können. Ich möchte mich bedanken bei allen, die gestern in St. Pölten dabei waren. Gestern durften wir ja für die Frau Landeshauptfrau den Maibaum aufstellen. Etliche haben schon zu mir heute gesagt, der ist schöner wie drüben. Ich sage jetzt da nichts dazu, denn drüben habe ich mir nicht aussuchen können. Der ist mir aufs Auge gedruckt worden. Und eins ist auch noch zum Erwähnen, ich bin heute schon durch Mautern gefahren und es gibt auch einen Maistrich in Mautern. Ich habe noch nicht eruieren können, wo er hingeht, von wo er kommt. Ich weiß noch, von Furt kommt einer. Und es waren, glaube ich, sehr dreiste Maistrichfahrer, weil sie sind zur Woche bei der Kaserne zurückgefahren und gerade vor der Polizei sind Dickern. Also es waren ganz, ganz mutige und ich weiß, er geht sogar durch Homsheim durch. Also, Sie dürften lang unterwegs gewesen sein. Gut, ich wünsche uns allen dann einen schönen Frühschoppen und wie gesagt einen schönen Mai und eine gute Zusammenarbeit. Danke. So, dann darf ich jetzt den Pater Clemens ersuchen, den Baum wie jedes Jahr für uns zu segnen. Dankeschön. Damit möchte ich den Segen erbitten für unsere ganze Stadtgemeinde. Für alle, die auf den Baum schauen, während der Bürgermeister so schön sagt, man kann manches hineinlegen, interpretieren, was es bedeuten kann. Auf jeden Fall, man schaut hin und alles, was gemeinsam hinschaust und wo viel hinschauen, ist eine Richtung, was Gemeinsames und Einheitsstiftendes, das soll es sein. Und wenn der Herr Bürgermeister schon gesagt hat, er wünscht sich ein feuchtes und sonniges Wetter für den Mai, dann wünsche ich für heute ein schönes, feucht, fröhliches Fest. Und schön, dass auch unterm neuen Obmann des Verschönerungsvereins, wie unter seinem Vorgänger, dem Hermann Schütz, jetzt Karl Schöller, diese Tradition aufrechterhalten wird für euch miteinander. Alles Gute für den Verein. Danke, was ihr macht. Jetzt möchte ich den Baum segnen am Beginn des Mai, des Monats des Lebens, der Wonne, Marienmonat Mai. Lasst uns beten, guter Gott. Am heutigen Tag schauen wir auf diesen Baum,
der hier aus unserer Heimat genommen ist. Das ist eine Rallye mit speziellen, Darfst du dich kurz umdrehen, weil es sind wirklich interessante, Sachen. Der liebe Gott hat uns gerade jetzt das geschickt, mitten im Gebet drinnen. Also guter Gott, schau du auf uns alle, schenk uns ein schönes Fest heute. Halt schützend deine Hand über uns und segne auch diesen Baum, das Zeichen von Gemeinschaft, von Wachstum und Segen. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Aber der Segen gilt uns allen, das ist der tiefe Sinn vor jeder schönen Feier. Alles Gute. Herzlichen Dank, lieber Pater Clemens. Liebe Gäste, herzlichen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid jetzt zum Aufstellen. Ich darf euch jetzt einladen, am Fest auch teilzuhaben. Der Stefan Neger und ich haben 50 Liter Fassel Bier gespendet. Seid gerne eingeladen auf ein Seiterl 2, was sich heute ausgeht. Ich hoffe, ihr bleibt auch zum Mittagessen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet für euch. Und um 2 Uhr machen wir die Maibaumverlosung. Sehr wertvolle Preise haben wir wieder eingesammelt. Würde mich freuen, wenn es bis dorthin da bleibt. Ein Musikant wird aufspielen. So ein schöner, gemütlicher Frühschuppen werden, wie der Herr Bürgermeister schon gesagt hat. Und ich darf euch jetzt recht herzlich einladen, dass ihr in den Hof einzieht. Müsst ihr euch nicht die Hand geben, aber dass wir halt ein wenig Ordnung zusammenbringen. Dankeschön.